Herzlich willkommen zu BMW Today. Mein Name ist Ede Weyreiter und ich bin heute im BMW Museum und treffe mich jetzt mit Ralf Huber, dem Leiter des Museums. Servus Ralf. Servus Ede. Was schauen wir uns denn jetzt an? Du, wir schauen uns das ganze Museum an. Den einen Teil hast du schon gesehen, der war etwas kleiner, sind nur 20% war. Das ist die Museumsschüssel. Mhm. Und der Rest? Der ist da drüben. Und dann packen wir es, oder? Gut. Ralf, im Museum geht es doch immer um Zahlen, Daten und Fakten. Bei dir auch? Nee, es geht vor allen Dingen um Geschichten. So, wenn du mir jetzt eine Zahl nennst, erzähle ich dir die Geschichte dazu. Ja, fangen wir aber eins an. Das ist okay, da habe ich was. Habe ich mir gedacht, dass wir beim M1 rauskommen. Sensationelles Auto. Was hat denn das für eine Bedeutung für BMW? Das ist ganz einfach. Mit dem M1 haben wir das M-Logo zum ersten Mal auf ein Auto gebracht. Ohne das Auto stünden wir auch jetzt hier nicht in der M-Ausstellung und die ganzen anderen M's gäbe es heute nicht. Es gibt ja davon oder gab davon noch diese Procar-Rennserie, die man ab und zu noch sieht. Was hat denn der M1 überhaupt für technische Spielereien mit an Bord? Also das Fahrzeug war quasi ein Fahrzeug auch für den Renneinsatz, hat deswegen auch einen Mittelmotor eingebaut, also Mittelmotorkonzept, war das erste Mittelmotorauto von BMW, hat 277 PS, ein Sechszylinder eingebaut, also ist ein Leckerbissen technischer Art, aber auch zum Fahren hervorragend gewesen. Die Leute haben sich damals umgedreht nach dem Fahrzeug. Würde ich mich heute auch noch. Wir sind hier in deiner M-Power Launch. Was hast du hier sonst noch für Fahrzeuge? Hier feiern wir die Marke M und zeigen natürlich, wie es dann mit M weiterging, mit dem M635 CSI. Dann, wenn ich umdrehst, hast du den ersten M5 hinter dir, den ersten M3, unvergessen sicherlich für viele. Und dann sind wir etwas in der neueren Zeit, ein M3 aus den 2000er Jahren. Unglaublich. Was schauen wir uns als nächstes an? Schauen wir mal. '32 ist die nächste. Ja, da habe ich auch was für dich. Okay. So, Ede, das ist die Nummer 32. 1932? Nein, die R32. Gebaut 1923, war unser erstes Fahrzeug, das wir als Firma ever gebaut haben und hat einen Boxermotor und eine Kardanwelle, Dinge, die du heute noch in unseren Motorrädern findest. Sag mal, wie schnell ist denn so eine? Unglaubliche 100 Kilometer pro Stunde. Sehr lässig. Wo geht's jetzt hin? Da lang. Ralf, 1916. Ah, nicht ganz, es ist 1916. Okay, wo geht's hin? Da lang. So, jetzt geht's um 1916, denn das war das Jahr, in dem BMW gegründet wurde. Und warum stehen wir jetzt bei Flugmotoren? Ja, ganz einfach, weil Flugmotoren das erste Produkt war, was wir gebaut haben, denn BMW steht für Bayerische Motorenwerke. Klasse, ich dachte, es war das Motorrad. Nee, das Motorrad kam noch mal ein paar Jahre später und dann erst die Autos. Klasse Info. Geht's weiter? Ja. Was fällt dir zur neuen ein? Da habe ich auch was, ja. Ralf, die BMW Isetta darf natürlich in deinem BMW-Museum nicht fehlen, oder? Nein, natürlich nicht. Die Isetta ist nicht nur für uns ein ganz spezielles Fahrzeug, sondern in den 50er Jahren, kannst du dir ja vorstellen, die Leute wollten wieder mobil sein, die suchten ein kleines, günstiges Fahrzeug, das konnten wir ihnen anbieten und man soll es kaum glauben, die Leute sind mit so einem Fahrzeug dann auch über die Alpen an die Adria in Urlaub gefahren. Okay, aber wie kommen wir jetzt mit der Zahl 9 hier hin? Und das ist ja auch ein bisschen ein spezielles Setting hier. Etwas ernster, so wie es aussieht. Ja, aber mit einem Happy End, also eine ganz tolle und schöne Geschichte auch. Der Herr Jacobi, der uns seine Geschichte hier zur Verfügung gestellt hat, hat in den 60er Jahren überlegt, wie er seinen Freund aus der DDR in den Westen bringen kann. Der hat nämlich das kleinste Auto genommen, was ihm zufälligerweise gehört hat, und hinten einen Raum gebaut, in den ein Mensch tatsächlich reingepasst hat. Man kann sich es kaum vorstellen. Und 1962 hat er dann seinen Freund wirklich rübergebracht in den Westen. Und die Zahl 9, die steht für 9 Menschen, die in Summe mit einer Isetta aus der DDR geflohen sind. Hintereinander, nicht auf einmal offensichtlich. Hintereinander, genau. Okay, also ist die Isetta für euch hier im Museum ein klassisches Fluchtfahrzeug, aber nicht aufgrund von PS und Leistung, sondern wegen Cleverness im Sinne des Transportgedanken. Genau. Tolle Geschichte. Wo geht's als nächstes hin? Das entscheidest du. Okay, los geht's. Fällt dir was zu 251 ein? Klar doch, schau einfach mal hier runter. So, hier sind wir jetzt bei der 251.
Ich dachte, das ist hier 507. Das ist richtig. 507, so heißt das Auto, das ist Modell 507. 251 ist die Anzahl, wie oft es produziert wurde. Das ist ein mega elegantes Auto. Wie viele gibt es denn davon in Gelb? Genau dieses eine. Und die Geschichte dazu ist, dass der Kunde damals diese Farbe genau hat so auftragen lassen, nach der Schalfarbe seiner Frau. Wunderschönes Auto, sag mal, Ralf, was zeichnet denn den 507 aus? Du sagst es gerade, das Wunderschöne, die Ästhetik, das Fahrzeug steht für zeitlose Ästhetik. Und da hinten dann der Z8 als Neuinterpretation des 507 ist, glaube ich, auch allen bekannt. Der Z3 zusammen mit dem Z8 damals in den James-Bond-Movies berühmt geworden. Ganz hinten der Z1 zum ersten Mal mit der versenkbaren Tür und auch zum einzigen Mal so gewesen. Und natürlich der 328er, der Inbegriff und die Geburtsstunde der maximalen Sportlichkeit bei BMW. Da würde ich schon was finden für eine Ausfahrt. Hier glaube ich dir. Klasse. Auf geht's zum nächsten Highlight. Ralf, gib du mir noch eine Zahl. Da nehme ich die 10. Ede, jetzt sind wir bei der Nummer 10. Passt aber nicht ganz, hier steht eine 11 drauf. Ist richtig. Wenn du mal in die Wand schaust, dann siehst du auch die Erklärung. In den 60er Jahren war die magische Grenze für Tourenwagen auf der Nürburgring-Nordschleife 10 Minuten. Hatte noch keiner geschafft. Und mit dem Auto hat Hubert Hahn 1966 diese Marke zum ersten Mal durchbrochen. Was hat denn der hier Leistung? Dass man sich mal vorstellen kann, was er da leistet. Ja, das ist eine 2000 Ti, hat 185 PS und fuhr so roundabout 200 km/h. War das der Grundstein für das Thema Motorsport bei BMW? Ja, wir haben immer schon Motorsport betrieben, aber mit dem haben wir uns an die Spitze katapultiert. Und wenn du jetzt dich im Raum umschaust, hier 3 Liter CSL, der E21 Gruppe 5 oder der erfolgreichste Tourenwagen aller Zeiten, der E30 M3 und da vorne der M3, das sind einfach Ikonen des Motorsports und sicherlich basieren die alle irgendwo auf diesem Erfolg. Ralf, ich glaube, ich könnte noch 20 Nummern nennen. Du wirst sie alle abfrühstücken. Vielen Dank für die ganzen Insights, für die ganzen Geschichten hier bei dir im Museum. Gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei BMW Today. Ihr seht schon, das BMW Museum birgt Schätze von BMW und auch jede Menge Geschichten. Und um die geht es nämlich genau hier in Verknüpfung mit unseren Nummern. Glaube ich, war das ein sehr spannendes Thema. Schön, dass ihr dabei wart und besucht uns wieder bei BMW Today.